dabei sind, mit Begleitern natürlich. Und hoffe, ihr habt schon schöne Tage bei uns in Metten gehabt. Witamy Was serdecznie w Metten. Cieszymy się, że przyjechaliście i mam nadzieję, że spędziliście miły wczorajszy dzień i będziecie jeszcze miły spędzać. Ja, also wir sind junge Sportler und heute Abend geht ihr noch zum SV Metten. Dann geht ihr ins Stadion und bekommt auch noch was Feines, habe ich gehört, was Interessantes. Aber das ist noch ein geheimes Abend, oder? No to młodzi sportowcy dzisiaj wieczorem będziecie grać w piłkę na drugim stadionie. To angeheimt, ja. Ich will euch nicht langweilen, weil ich weiß, dass die Dinge, die ich euch erzählen würde, euch vielleicht gar nicht interessieren. Nie chcę was nudzić tymi rzeczami, bo wiem, że niektóre rzeczy po prostu was by nie zainteresowały. Aber ihr wisst ja, es gibt eine langjährige Partnerschaft zwischen Ostrojka und zwischen Metten. Ale wiecie, że to miasto Metten z Ostrojką już parę ładnych lat jest za przyjezdem. Und wenn ihr in die Stadt hineingefahren seid mit dem Bus, dann hat der ein oder andere sicherlich auch das Schild mit dem Partnerschafts-, also das Partnerschaftsschild unter dem Stadtschild gesehen. Że jakby zwiedzaliśmy miasto, to widzieliśmy w mieście to umowę, na czym tam wywieszono ten napis o partnerstwie. Ja, ich stelle mich kurz noch vor, das macht man einfach am Anfang, aber damit ihr ungefähr einen Eindruck habt, was so die Stadt tut. Mein Name ist Jan-Erik Bohling, ich bin der Bürgermeister dieser Stadt seit 2,5 Jahren. Ich bin Burmistrzem seit 2,5 Jahren. Und mein Vorgänger, Heinz Jansen, ist jetzt Vorsitzender des Partnerschaftskomitees. Und ihr kennt alle Arno Willis, spätestens seit einigen Tagen. Der Schnelle hier. Arno Willis macht sozusagen, ist die Brücke, wir brauchen ja keine Brücke, wenn die Grenzen sind ja offen, aber ist trotzdem unser Verbindungsmann aus Kulika. Dzięki Arno jesteśmy w dobrych Kontakten. Und wir wissen, dass er das zu seinem persönlichen Anliegen gemacht hat. Es ist also sein, es entspricht auch seiner persönlichen, sage ich mal, Überzeugung, dass die beiden Städte weiter sich kennenlernen. Ich habe nadzieję, że te dwa miasta wciąż będą się poznały i tam ta współpraca będzie.